ist der Glückliche oder die Glückliche? Und Frau Bellan? Was viel wichtiger ist, folgt dem Bruder. Wem gehört das Fahrzeug? 187. Hallöchen, meine Freunde, mein Name ist MA Berlin. Andy, es ist angerichtet, meine Lieben, und wir sind zu Tisch. Wir sind zum ersten Tuning-Treffen 2020 hier am Start, meine Lieben. Hinter mir haben wir zwei wunderhübsche Fahrzeuge, meine Freunde. Hier gibt es einiges zu filmen, meine Lieben. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Mois ist heute hier am Start, meine Lieben. Ein YouTube-Kollege. Ich freue mich sehr auf ihn. Vielleicht kriegen wir ihn auch kurz vor der Kamera, meine Freunde. Ich bin selber gespannt, was heute alles hier abgeht, meine Lieben. Es ist draußen schon einiges los. Wir schauen uns einfach mal ein bisschen um, meine Lieben, und filmen dabei. Wem gehört das Fahrzeug? 187. Wem? 187. Lauter! Ja. So ihr Lieben, jetzt haben wir kurz das Fahrzeug von 187 gehört. Geiler Klang, geiles Auto, meine Freunde. Wir gehen gleich wieder nach vorne. Aber wir können da einfach nicht quatschen, einfach zu laut. Wie gerade schon erwähnt, wenn ich drinne bin, kann man absolut nicht viel quatschen. Es ist viel los drinne, lauter Musik, es gibt gute Getränke, gutes zu essen. Kann man nichts gegen sagen. Hinter uns sieht man noch Mois. Mit denen habe ich vorhin schon ein bisschen gequatscht, den YouTube-Kollegen, meine Freunde. Er hat mir gesagt, wir quatschen dann noch ein bisschen vor der Kamera, mal gucken, ob es was wird. Ob wir ihn wegziehen können von den Menschen da. Ja, was soll ich sagen? Es ist leider sehr dunkel hier, wir können nicht viele Autos filmen. Wir haben gerade von 187 das Auto auch drin gesehen, haben auch keinen Soundcheck gehabt. Ja, es stehen hier überall geile Karren. Was soll ich sagen? Let's go. Jetzt wird wirklich besser, denke ich. So, kannst du die Leute noch draußen noch ein bisschen reinrufen, dass sie wissen, dass es jetzt losgeht. Meine Lieben, einen wunderschönen guten Abend euch allen. Danke, dass ihr so zahlreich erschienen seid bei der ersten Drift My Riff Live Show. Grüß dich auch da hinten. Für die, die auch Pimp My Ride nicht kennen, bei Drift My Riff läuft das so ab: Wir haben in 4 Wochen knapp 150 Bewerber. Die Jungs und Mädels haben sich auf ihrem eigenen YouTube-Kanal beworben mit ihrem Fahrzeug. Und haben ihr Fahrzeug in dem Sinne vorgestellt. Da haben wir wirklich von der
von dem nicht so schönen Fahrzeug bis hin zu einem Sportwagen, bis zu einem Jahreswagen, alles querbeet mit dabei gehabt. Und ja, unsere Aufgabe ist es, dieses Fahrzeug von Kopf bis Fuß komplett umzubauen. Das bedeutet, das Fahrzeug kriegt neue Felgen, neues Fahrwerk, eine Auspuffanlage, Folie, Innenausstattung neu, Fernseher, ein Soundsystem, vielleicht ein Bildschirm, vielleicht noch was anderes, man weiß es nicht, mal umgeht. Ja, und der erste Gewinner unserer ersten Drip My Whip Show ist der gute Jordan. Mach mal Lärm für Jordan. Wie war es für dich ohne dein Baby? Ja, also war krass für mich so, ohne Auto die ganze Zeit. Also, wir haben mein Auto da gelassen, aber halt ohne mein Auto. So, es war erstmal ein komplettes Umstellen für mich. Und ja, auf jeden Fall. War crazy für mich so, ohne Auto. Ich wusste nicht, wo es ist, ich wusste nicht, was passiert. Und wir haben gar nichts gezeigt in den Stories. Also wie gesagt, Auto war komplett dead, sag ich mal, von den Instagram-Stories her. Wir haben nichts gezeigt. Das Einzige, was wir nur wieder gezeigt haben, war vielleicht der Rest vom Wagen, was wir rausgehämmert haben. Also ihr kennt ja den Moist Wein, YouTuber, Rapper, macht mir Lärm für Moist Wein. Die Jungs sind heute 600 Kilometer angereist. Ich habe sowas noch nie gemacht wie alle. Kannst du auch eine Playstation sonst was einbauen, aber wenn du sportlich aktiv warst, kriegst du hier so eine schöne Lenkräder, kannst damit dann zocken. Den nächsten Gewinner ermitteln wir schon am Samstag, den 8.2. Deswegen für alle, die mitgemacht haben, ihr seid immer noch dabei. Ihr müsst nicht euch nochmal bewerben, ihr seid bei allen Bewerbungen dabei und ihr könnt euch weiterhin bewerben für die nächste Folge. Deswegen, ihr könnt euch alle bewerben. Also falls ihr auch ein Auto habt, was so in der Art aussehen möchte, bewirbt euch. Auf YouTube seht ihr alles, wie ihr es anstellt. Rudi, möchtest du noch irgendwas sagen? Ich bin gesagt, dass ich dabei sein durfte, war cool. Also bei der ersten Show, vielleicht kommt es dazu. Ich war eine nice Show. Ich danke auch jedem, der jetzt gekommen ist. Auch speziell an die Leute, die vielleicht nur wegen mir gekommen sind und deshalb Cash ausgeben mussten. Sorry an der Stelle. Grüße eure Augen, danke, dass ihr da wart. So, Support der Nummer auf dem Weg ist auch eine gute Sache. Ich hoffe, du hast dich auch gefreut, Bruder. Herzlich willkommen. Danke. Gutschein mit zweimal A 100 Euro, das DF-Automotive, das ist Sport-Fanshop.de, Sportauspuff-Billiger.de und Sportfahrwerk-Billiger.de. Wie die Jungs, ich denke mal, ihr kennt die ganzen Seiten, da hätten wir die Möglichkeit, jeweils 100 Euro nochmal zu sparen. 50 Euro Mediamarkt-Gutschein ist dabei. Wir haben von Rental Vision Gutschein, dass ihr Autos in dem Sinne kostenfrei fahren könnt. Die kriegt ihr auch heute. Und ansonsten nochmal zwei Tickets für die nächste Show. Die 81, oh, das war dann knapp die 81. Hier war doch gerade die 81. 80? Perfekt. Boah, das ist nur eine. So, unser dritter Gutschein, der Mediamarkt-Gutschein. Da checken wir mal. Schau, das ist nicht. Vielleicht ist jetzt die 98. 75. Wer hat die 75 verdient? Dann bitte einmal zurück.
Und dann haben wir noch einen Gutschein von den Jungs von Brenn Frischen. Ihr habt ja auch was draußen gesehen. Die haben richtig geile Mieter. Die nächste Zahl. Es ist die 114. Viel Spaß. Danke. Hast du schon Führerschein? Ja, klar. So, wir haben den weiteren Revolution-Gutschein. Und dann haben wir die, so hier ist es drauf, die 109. Wo sind die Hosen hier? Und? 109? Dann haben wir noch 2x2 Tickets für die nächste Show. Dann geben wir mal los, also 2x2 Tickets, also die losen 2x aus. Die 33? Wer oder wo ist die 33? 33? Gut. Perfekt, kommst du einmal nach vorne, mein Lieber. Mois, folgt ihm, meine Freunde, er ist ein cooler Typ. Was viel wichtiger ist, folgt dem Bruder. Bei mir ist er schon vorbei, Bruder. Sie müssen jetzt alle, die mich abonniert haben, müssen jetzt hier rübergehen, weil der Bruder war sehr fleißig in der Menge und hat sich mit der Kamera so durchgekämpft, damit ihr Material habt. Also, unterstützt seine Arbeit gerne, Bro. Dankeschön. Danke auch, dass du da warst. Ja. Als nächstes ist hier mein Auto. Das ist dein Auto? RS7 ist 19. Kommst du nochmal damit her? Also das sind nochmal hergebracht und dann verliert und sonst was. Also wenn deine Zuschauer Bock haben, das auch zu sehen, dann komm, vielleicht komme ich nochmal her und mache dann noch ein bisschen Filmmaterial, noch wie das Auto noch fertig gemacht wird. Genau. Und vielleicht machen wir noch einen Carbon zum Schluss, weißt du? Vielleicht, ja, vielleicht. Genau, ihr Lieben. Danke, dass ihr wieder zugeschaut habt, meine Lieben. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut da rein. Ciao. Okay.
Hallo ihr hübschen Menschen, ich bin gerade hier am Videoschneiden, ihr Lieben. Ich wollte noch ein kurzes Statement loswerden. Nicht nur, weil Mois da war. Natürlich ist Mois auch ein cooler Typ. Wir haben ein bisschen gequatscht und so, alles easy. Aber die Veranstaltung war auch mega geil, die ich so noch nicht mitgemacht habe. Ich wurde sehr herzlich empfangen von allen Menschen da und das hat mich wirklich mega gefreut. Man konnte im Video, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, durch die Soundkulisse, wo der Moderator gesprochen oder die Gäste gesprochen haben, nicht alles verstehen. Ich entschuldige mich dafür, aber was soll man machen? Es ist halt nicht alles immer perfekt, muss es auch nicht sein. Aber ich hoffe, ihr hattet viel Spaß, meine Freunde. Folgt mir auf Instagram, YouTube oder auf Facebook unter MA Berlin Endim. Es würde mich riesig freuen. Bis zum nächsten Video. Haut da rein!